Ja, meine Freunde, ich grüße euch heute mit einem etwas anderen Unboxing als sonst. Ich glaube, so viel Klebebildchen wie heute musste ich noch in keinem Video benutzen. Und zwar geht es um, Moment, Klebebildchen hält, die Ingrid Steeger Gold Kollektion. Und ob diese Box jetzt ein Hit oder Shit ist, das schauen wir uns mal an. Ist es rausgeschmissenes Geld oder war es ein Schnäppchen, ist die Frage. Auf eBay, Amazon, Marketplace etc. pp. Wird die Box schon so für 100 bis 130 Euro gehandelt. Ich konnte sie noch bei Rote Erdbeere für den Originalpreis von damals von 49 Euro kaufen, inklusive 8 Filmen. Muss jetzt jeder für sich entscheiden. 8 DVDs für 50 Euro, ist das noch ein Schnäppchen? Ist es von der Grundlage her ein Schnäppchen, dass die jetzt noch 50 Euro gekostet hat und auf den anderen Plattformen bis zu 130 Euro? Oder ist es einfach rausgeschmissenes Geld, denn wer kauft sich schon solche Filme? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss gleich dazu sagen, ich kenne keinen dieser Filme, behaupte ich jetzt mal. Wir haben hier eine Sammlung von 1970er Softcore-Filmchen. Na, man kennt die ganzen Filmchen. Emanuel-Reihe, eigentlich nur die Emanuel-Reihe. Bei den Deutschen waren es die Lederhosen-Filme und so weiter. Hatte ich auch schon ein Video gemacht. Oder selbst jetzt mal ehrlich, selbst Eis am Stiel kann man doch in diese Kategorie schieben. Es sind keine sechs Filmchen, es ist eher so sechs Klamauk. Ja, es ist eher sechs Klamauk. Ob man sich jetzt sowas in die Sammlung stellen muss oder nicht, das kommt halt immer drauf an. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auf dieser 80er, 90er Schiene und ja, gerade in den 80ern wurden ja gerade diese alten Filmchen oft wiederholt zu Mitternacht. Und ich habe die Eis am Stiel-Filmchen in der Sammlung. Ich habe die Schulmädchen-Report-Filme in der Sammlung. Stimmt, die gab es ja auch noch. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir sowas regelmäßig angucke oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen diese Art von Filmen besser als heutzutage, sage ich mal. Filme, die als Erotikfilme durchgehen wollen. Das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt Erotik, was hier gezeigt wird. Es ist Trash. Es ist Trash-Sex-Klamauk. Trash-Ulk-Filmchen mit Sex-Szenen. Und man kann ja über diesen Schwachsinn halten, was man will. Aber meiner persönlichen Meinung nach, damals diese Sex-Szenen in diesen Filmen, egal wie sie ausgesehen haben, sind für mich um einiges realistischer als diese heutigen Sexszenen in den modernen Filmen, wo gefühlt erstmal jede bedenkliche Stellung durchgemacht wird und alles so total ästhetisch aussieht und was, ihr wisst schon, was ich meine. Dementsprechend finde ich die hier nicht realistischer in Anführungszeichen. Und vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, viele von diesen Damen der 70er, 80er Jahre finde ich optisch auch einfach ansprechender als viele aus der heutigen Zeit. Ne? Nicht alle, es gibt auch heutzutage noch ein paar hübsche Damen in den entsprechenden Filmchen, aber ich sag mal, hier ist alles noch der Natur überlassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Und ich sag mal, selbst bei American Pie, bei diesen Filmen und so, was man da teilweise an Nacktheit sieht, da braucht mir jetzt keiner kommen, warum man sich sowas kauft. Ich denke, für alles gibt es ein Sammlergebiet, für alles gibt es ein Genre. Ich weiß nicht, in welches Genre man das stecken würde. Würde man es zu Erotik stecken? Wahrscheinlich würde Amazon das machen. Wahrscheinlich würdest du das bei Amazon unter Erotik finden. Aber hier, Leute, das ist FSK 16. Man sieht hier einfach nichts in diesen Filmchen, außer mal ein paar Titten und einen Arsch wahrscheinlich. Und das war's. Und dementsprechend immer locker bleiben, alles mit Humor nehmen. Und ich schaue jetzt mal in die Box rein, denn von innen ist es, glaube ich, ein schönes Digipack. Und dann gucken wir mal weiter. So, meine Freunde. Ich versuche euch jetzt irgendwie dieses Digipack zu zeigen und ja, das Label hat mir wirklich noch einen mitgegeben. Ich glaube, wie gesagt, so viel von diesen Klebedingern habe ich noch nie bei irgendeinem Video oder Unboxing benutzen müssen. Das ist unglaublich. Aber schauen wir uns diese Edition an. Ich habe hier den Schuber in der Hand. Wir sehen hier auch schon so eine Glanzfolie, Glanzlaminierung von Ingrid Steeger. Der ganze Schuber ist allgemein recht glänzend gehalten. So sieht es an der Seite aus. Wir sehen hier an der Seite auch nochmal die ganzen Filme, die enthalten sind. 8 Stück, wie gesagt. Und auf der Rückseite
finden wir dann hier noch die Inhaltsangaben. Auch hier ist die gute Dame nochmal so mit Glanzfolie angebracht, aufgebracht. Und hier unten halte ich nochmal kurz einen Finger drüber. So, also schon mal jugendfrei präsentiert. Aber ich finde das eigentlich traurig. Ich meine, warum darf ich diese Bildchen hier nicht bei YouTube zeigen? Das Ganze ist ab FSK 16. Das müssten wir doch eigentlich bei YouTube zeigen dürfen. Ich verstehe es nicht, warum man immer auf so auf Nummer sicher gehen muss. So, hier haben wir jetzt das geöffnete Digipack. Ich habe das jetzt schon mal alles so gemacht, weil ihr seht es gleich, ich musste, wie gesagt, Dutzende von diesen Dingern benutzen. Wir haben immer hier zwei DVDs, auch ganz rechts hier, in einem Tray. Blutjunge für Führerin, ich ein Groupie. Ich musste selbst hier, weil hier sind die Original-DVDs nochmal mit ihren Covern abgebildet, inklusive Inhaltsangaben und Tonspuren. Selbst hier musste ich nochmal auf Sicherheit drüber kleben. was habe ich denn eigentlich jetzt hier? Ah ja, die Rückseiten kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, habe ich gerade bemerkt. Da habe ich vergessen zuzukleben. So, die Trays hier finde ich ganz okay. Die gehen recht einfach rein und raus per Drücken. So, hier geht es weiter mit die Blonde mit dem süßen Po. Übrigens, Asko Elite ist unter anderem auch der Vertreiber 6 und noch nicht 16. Ja, ist aber nur der Titel, also die Mädels sind da schon im entsprechenden Alter. Also, ja, sonst wird das Ganze natürlich nicht gehen. Aber mit so Titeln hat man wohl früher die Leute ins Kino gelockt oder wohin auch immer. Dann haben wir hier oben die Betthostessen und die Stewardessen. Ebenfalls, na, habe ich eben schon gesagt. Die Filme sind aber alle uncut, soweit ich gehört habe. Auch und trotz FSK 16. So, habe ich hier das richtig angebracht. Ja. Und zu guter Letzt hier drüben die zwei Filme. Die 6 Abenteuer der 3 Musketiere. Und die blonde Sexsklavin. Ich habe allerdings gehört, dass Ingrid Steeger durchaus nicht in allen dieser Filmen die Hauptrolle haben soll. In welchen kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit den Filmtiteln. Und es ist einfach nur eine Erweiterung dieses Genres in meiner Filmsammlung. Und das Genre heißt einfach 70er, 80er Jahre Sexklabauk-Filmchen, wie auch immer. Gibt es auch ein cooles Buch dazu. Ich weiß gar nicht, ob es auch von Tobias Hohmann ist. Das habe ich schon ewig auf der Amazon-Liste. Jetzt wollte ich schon das Digipack zusammenklappen, aber das lasse ich jetzt mal lieber. Denn auch hier auf den Rückseiten sind nochmal diverse DVD-Cover abgebildet und die habe ich jetzt nicht zugeklebt. Dementsprechend würde ich behaupten, für Fans des Genres sind die 50 Euro, die das Teil gekostet haben, durchaus fair. 100, 120, 130 Euro, was das Teil jetzt schon gehandelt wird, ist natürlich ja, dann wohl eher schon für Liebhaber. Nichtsdestotrotz denke ich mal, wer sich für das irgendwie interessiert in der Art und Weise, kann da gerne mal einen Blick riskieren. Das war's von mir mit diesem etwas anderen Unboxing-Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.